Warum wollte ich die Sendung mit dieser blöden Brille anfangen? Naja, ganz einfach, es hat damit zu tun, dass es heute auch um 3D geht und das ist eine 3D-Brille, die ich hier habe. Das ist eine von denen, die ich wirklich gerne mag. Wir haben so einen Beamer, da kann man 3D mitgucken, aber wie man so hört, 3D hat es wohl hinter sich. Aber auch darüber will ich heute kurz mit euch reden. Worum geht's bei Christian guckt sich um? Ganz einfach, Christian guckt sich um. Also mal von links, mal von rechts, mal von vorne, mal von hinten. Das heißt, die Idee ist eigentlich, so ein bisschen darüber zu erzählen, was ich so die letzten Wochen gesehen habe, was ich denke, was so auf uns zukommt. Und das Wichtigste dabei ist, es soll immer positiv sein. Das heißt, ich will nicht ranten, ich will nicht meckern, ich will nicht irgendwas schlecht machen, sondern ich will sagen, das ist toll. Das ist schön, das gefällt mir, das finde ich gut, was Kollegen gemacht haben, was wir vielleicht selber machen, euch auf ein paar Sachen hinweisen, euch Sachen vorstellen, die ich benutze oder die ich gut finde. Wie gesagt, es geht, und das ist ganz explizit die Idee dieser Sendung, es geht nicht um Rants. Wer also erwartet, dass hier Spanning vom Leder zieht und sagt, das finde ich total schrecklich und die Medien und überhaupt, nee, das wird nicht passieren. So sieht es hier übrigens hinter mir aus. Man kann das erkennen, da hinter mir ist so ein, ist ein Digitalisierungsarbeitsplatz, da wird allerhand Zeug digitalisiert. Heute keine Greenbox, nein, ihr seid echt und live im Digisaurier Digitalisierungskeller. Was genau das ist, auch darüber werden wir dann gleich nochmal reden. Es geht im Prinzip darum, dass wir hier in der Lage sind, all das Material zu digitalisieren, was wir so kriegen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Formate an Kassetten, an Bändern. Und all das wollen wir versuchen, möglichst hier zu digitalisieren und dann eben für die Sendung verfügbar zu haben. Für die Sendungen, muss ich genauer sagen, denn es wird noch einige andere Formate geben. Grundsätzlich ist eines noch ganz wichtig. Ihr könnt hier in dieser Sendung, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ihr könnt hier in dieser Sendung euch auch beteiligen. Das heißt, ihr könnt sozusagen auch gucken. Jetzt, Entschuldigung, ihr könnt nicht nur gucken, ich habe nur gerade gelesen. Ihr könnt auch, das ist das, was ich sagen wollte, ihr könnt auch etwas sagen zu dieser Sendung. So, der Daniel schreibt mir, ist bei dir schon 12 Uhr. Er meint diese Uhr da hinten. Lieber Daniel, wenn du genau hinguckst, dann kannst du sehen, das ist 5 vor 12. Denn das ist der Dauerzustand, den wir hier in diesem Sendekeller haben. Wir sind immer ein ganz klein bisschen knapp dran mit der Zeit. Also die Sendung geht dann los und eigentlich hat man noch gar nicht alles so fertig, wie man es haben wollte. Und darum steht diese Uhr immer auf 5 vor 12. Und darum ist der zweite Gedanke, den du da geäußert hast, nämlich man sollte mal die Batterie wechseln bei der Wanduhr. Zwar ganz hübsch, aber das würde den ganzen Spaß verderben. Die Idee ist, immer wenn ich dorthin gucke, weiß ich, oh Gott, es ist 5 vor 12 und ich muss mich echt beeilen. So, also Daniel, ich hoffe damit, diese Frage von dir schon mal beantwortet zu haben. Und denke mal so für mich, dass jetzt auch geklärt ist, warum bei uns 5 vor 12 ist. Eigentlich andauernd. Also, nochmal. Christian guckt sich um, ist ein Format über persönliche Geschichten, über Menschen, die ich getroffen habe, über Dinge, die ich gut finde, die ich spannend finde. Es ist kein Format, in dem ich rante, in dem ich negativ bin oder so irgendwas. Die Idee wirklich ist, wie der Trailer schon sagt, think positive. Also positives Denken. Ich bin gespannt, ob sich das irgendjemand anguckt, denn wir wissen ja alle, negativ läuft super, irgendwie rumnölen läuft super, das ist alles Zeug, mit dem man echt Quote machen kann, wollen wir aber nicht. Also will ich auf jeden Fall in dieser Sendung nicht und jetzt hoffe ich, dass ihr damit klarkommt und trotzdem ein bisschen Spaß dran habt zuzugucken. So, was haben wir heute auf dem Programm? Wir wollen über, ich muss gerade mal gucken, wir wollen über 3D-Brillen reden, habe ich ja gerade schon angekündigt, also hier, ich habe meine 3D-Brille dabei. Wir wollen, oh, jetzt kann ich es fast mehr lesen, wir wollen über das Thema, über den Januar reden, weil der Januar für mich ein besonderer Monat war, wo mir ein paar Leute auch besondere Überraschungen gemacht haben. Dafür will ich mich gerne bedanken irgendwie. Dann habe ich heute noch auf der Liste das Thema, genau, der Martin zieht um. Mein Mitdigisaurier Martin zieht um, nämlich vom Homebüro in ein richtiges Büro. Da gucken wir mal kurz rein, was er so macht und auch darüber schreibt er und bloggt er regelmäßig beim Digisaurier. Da wollen wir auch mal kurz reingucken. Und dann habe ich, wie gesagt, noch den Digitalisierungsarbeitsplatz, den ich euch vorstellen möchte. Was haben wir da? Was läuft da? Da könnt ihr natürlich auch Fragen dazu stellen. Wie macht ihr dies? Wie macht ihr jenes? Vielleicht ist es für euch interessant. Apropos Fragen stellen. Das ist ja so eine Sache. Wie macht man das denn hier in der Sendung? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel die hier.
Wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr einen Kommentar zu der Sendung habt, dann könnt ihr per Twitter @digisaurier twittern und dann mit etwas Glück sehe ich das auch und kann hier entsprechend antworten, kann es auch einblenden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze anders zu machen, kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt erstmal ein kurzer Blick in das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, nämlich 3D-Brillen. Damit will ich jetzt anfangen, denn man hört allenthalben, 3D-Filme, zumindest für zu Hause, sind tot. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, da ist was dran und ich habe einen ganz tollen Artikel gefunden, den ich euch dafür sozusagen ans Herz legen möchte. Guckt euch den mal an, lest den mal durch, weil der wirklich sehr toll ist. Geschrieben hat den, lasst mich gerade gucken, der André Westphal. Er ist erschienen auf dem Blog vom Kashi. Den lese ich total gerne, weil der Kashi eigentlich meistens sehr unaufgeregt und sehr eindeutig über Dinge redet und was zu Sachen sagt, die einem entweder nützlich sind oder eben solche Autoren wie den André zu Wort kommen lässt. Und der André hat in diesem Artikel einen sehr schönen Satz über 3D geschrieben, nämlich: Vielleicht ist das ein wenig wie mit einer Liebesbeziehung. Am Anfang ist man begeistert, also von 3D, sieht über die Schwächen hinweg und findet viele an sich gewöhnliche Dinge, die der andere macht, aufregend. Doch mit der Zeit verschwindet die rosarote Brille, es kehrt Routine ein und die anfängliche Begeisterung weicht eventuell Ernüchterung. Genauso lief es bei mir persönlich mit 3D. Das schreibt der André. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehen. Also zum einen ist es wirklich so, das schreibt auch im Artikel, wenn man mit Freunden mit so einer Brille da irgendwie sitzt und 3D-Filme guckt, naja, man kommt sich nicht nur etwas dämlich vor, sondern was erschwerend hinzukommt, man sieht die anderen, das sieht auch dämlich aus. Das hier ist so eine Shutterbrille, die schaltet man also an, dann hat die so einen Shutter-Effekt, was bei normalem Licht, wenn im Raum noch irgendwo eine Lampe brennt, auch sehr kurios ist. Also so ganz toll ist es nicht. Und das, was man halt so kennt, während im Film auch mal zueinander gucken und so, das macht man eigentlich mit so einer 3D-Brille in Wirklichkeit nicht. Also sie ist auch ein bisschen unbequem zu tragen und das stimmt auch, wenn man jetzt ein paar Freunde eingeladen hat zum 3D gucken, dann muss man halt, und das ist auch nicht jedermanns Sache, dafür sorgen, dass alle 3D-Brillen haben. Erstens kostet das Geld, das ist ja gar nicht so billig, denn die müssen ja gekauft werden, diese Brillen. Und zweitens, das darf man nicht vergessen, ist es so, dass man dann halt auch die Brillen immer geladen haben muss. Und wenn dann eine nicht geladen ist, dann dauert es eine Zeit lang, wenn es also so eine Shutterbrille ist. Also ja, ich glaube auch, dass 3D so ein bisschen seine Zeit überlebt hat. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, 3D ist vorbei? Glaubt ihr, 3D kommt doch wieder? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wie gesagt, der Artikel vom André Westphal auf dem Blog von Kashi, also Stadt Bremerhaven, ist wirklich sehr schön zu lesen, ist sehr spannend, sehr interessant, sehr toll geschrieben, wie ich finde. Großes Kompliment an den Kollegen für den Text, den er da geschrieben hat, weil er wirklich sehr schön zusammengefasst hat, warum 3D vielleicht auch ein bisschen in Schwierigkeiten ist. Wie gesagt, die Frage an euch natürlich, wie schaut es bei euch aus? Nutzt ihr 3D? Ist 3D für euch ein Thema? Oder sagt ihr, wenn, dann sowieso nur sozusagen in der Abteilung Kino oder so, also nicht privat, sondern nur eben, wenn es ums Kino geht. All das könnte ja ein legitimer Weg sein. Wenn ihr sozusagen euch hier beteiligen wollt. Wenn ihr also hier mit mir auch diskutieren wollt über die Themen, über die wir sprechen, dann habt ihr die Möglichkeit, erstens zum Beispiel auf die Facebook-Seite von Digisaurier zu gehen. Die Kommentare, die dort kommen, direkt unter an der Stelle, wo auch dieses Video gerade läuft, da müsstet ihr dann gucken, die kann ich sehen, die kann ich sogar hier einspielen, also euch dann zeigen auch und dann mit euch drüber reden oder ihr könnt auch mit uns dann drüber reden. Oder zweite Möglichkeit, ihr geht bitte per Twitter, auf Twitter und sagt dort euren Kommentar, euren Satz @digisaurier. Ganz wichtig, bei Facebook möglichst keine Kommentare über 200 Zeichen, die sind sehr schwer zu lesen auf die Schnelle und auch sehr schwer zu beantworten. Lieber 2 oder 3 Postings machen zu den Themen, dann kann ich da leicht darauf antworten. Ihr seht es auch unten gerade eingeblendet unter mir, das wäre also das, was zu tun ist. Und jetzt gucke ich mal gerade, da ist jetzt gerade auch was reingekommen. Und zwar schauen wir uns das mal im Großen an. Also, der Dirk schreibt: Ich glaube nicht, Christian, die Idee von 3D ist erstmal nicht verkehrt, jedoch massenkompatibel sehe ich diese Technik derzeit nicht. Das schreibt mir der Dirk
Roggenbach. Massenkompatibel stimmt, war es eigentlich außer im Kino, glaube ich, auch wirklich nie. Und ich glaube aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das Erlebnis schon toll ist. Also zum Beispiel ein Film, den ich total liebe, der wirklich auf 3D großartig ist, heißt Hugo Cabret. Das ist ein Film über einen Jungen, der in Paris ist und dort Uhren aufzieht, also sich darum kümmert, dass die Uhren in Paris, sozusagen am Pariser Hauptbahnhof, dass die gut funktionieren. Das ist ein großartiger Film in diesen Räderwerken drinnen. Also es macht wirklich Spaß, sich das anzugucken und diesen Film anzugucken in 3D. Das ist ein Hammer. Übrigens, ein guter Teil der 3D-Effekte wurde dann auch in Deutschland gemacht, nämlich in Frankfurt bei einer Firma. Da wurden die gerechnet. Also kann ich nur sagen, Hugo Cabret ist ein großartiger Film, den ich sehr empfehlen kann. So, jetzt gucke ich mal hier. Da kommt jetzt ein weiterer Kommentar rein. Da gucken wir mal drauf. Der Andreas sagt, 3D war bei vielen Beamern leider recht dunkel, Shutterbrillen bedingt. Ja, das stimmt. Da musste man dann tatsächlich, da gebe ich dem Andreas recht, da musste man also wirklich dann einen ziemlich starken Beamer haben, einen ziemlich großen Beamer haben, der sehr hell war. Ansonsten war das nicht so toll mit dem 3D. Und ein Kommentar vom Stefan, der sagt, vielleicht 3D-Filme mit VR-Brillen. Ja, stimmt, könnte sein, dass wir in einer absehbaren Zeit mit VR-Brillen dann gleichzeitig auch 3D haben. Also ich bin gespannt, da gibt es ja Experten. Der Kashi ist sicherlich einer, der sich da immer umtut. Der Sascha Pallenberg, wobei der jetzt nicht mehr als Blogger unterwegs ist, aber sich sicherlich trotzdem noch um diese Themen auch kümmern wird. Und er ist jetzt zu Daimler gewechselt. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, Sascha, dafür. Das ist wirklich ein weiter Weg, den du gegangen bist, vom Blogger jetzt in die Unternehmenskommunikation als sozusagen Profi-Blogger bei Daimler. Finde ich toll. Ich wünsche dir viel, viel Glück dafür. Der Sascha hat, glaube ich, noch vor etwa 1,5 Jahren unglaublich gedacht, 3D-VR-Brillen, das wird das nächste große Ding. So richtig weit sind wir damit nicht. Aber wie gesagt, 3D-VR in Kombi, doch, das könnte vielleicht ganz spannend sein. Wenn ihr, wie schon gesagt, einen Text lesen wollt zum Thema, welche Chance hat 3D und vielleicht hat es eben auch keine mehr, dann empfehle ich den Blog vom Kashi. Da gibt es einen sehr schönen Artikel vom André Westphal, der sich damit auseinandersetzt. Finde ich sehr toll. Also das zum Thema, wie schaut es aus in der Welt von 3D-Filmen zu Hause. Meine persönliche Empfehlung, guckt euch Hugo Cabret an. Der André, der den Artikel geschrieben hat, hat auch ein paar andere Filme empfohlen, wo er sagt, die sind ganz großartig. Also, wenn ihr 3D-Fernsehen zu Hause habt oder ein 3D-Beamer zu Hause habt, dann gibt es sicherlich noch einiges aus Futter. Allerdings, ja, das Risiko ist groß, dass es dann irgendwann auch ganz vorbei ist. Soweit zum Thema 3D. Warte mal, da kommt gerade noch ein Kommentar rein, den will ich euch noch zeigen. Und zwar vom Jochen, der sagt, vielleicht sollen einige Erlebnisse auch dem Kino vorbehalten bleiben. Ist ja auch schön, mal vor die Tür zu kommen. Tja, da ist was dran, Jochen. Also vor die Tür komme ich des Öfteren. Also nicht so oft, wie ich mir es manchmal wünsche, aber vor die Tür komme ich auch so. Aber das stimmt schon. 3D im Kino ist natürlich auch noch was ganz Besonderes. Aber wie gesagt, mit dem ordentlichen Beamer ist es schon irgendwie ziemlich klasse. Und aha, das 3D-Thema scheint dich doch zu interessieren. Da kommt dann noch ein Kommentar rein. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Da schreibt der Kai, solange es mit Brillen funktioniert, glaube ich nicht, dass es sich durchsetzt. Keiner möchte 2 Stunden eine schwere Brille auf der Nase haben. Das ist ein kluger Satz von dir. Nebenbei merkt, so schwer sind die Brillen nicht. Aber wie gesagt, es stimmt schon, man sieht ein bisschen affig damit auch. Als wir das erste Mal diese Brillen aufsetzen und uns gegenseitig anguckten, dachten wir, Kim Jong-il ist bei uns im Wohnzimmer zum Fernsehen gucken oder Film gucken. Also ja, sie sehen komisch aus und ja, es ist tatsächlich vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber erstmal ist es eine schöne Lösung. Wenn man Lust hat auf 3D-Kino, kann ich es empfehlen. So schwer sind sie nicht. Es geht auch mit anderen Brillen, aber wahrscheinlich wird es dann langsam zu Ende sein. So, das soll es jetzt gewesen sein für dieses Thema. Wenn ihr euch beteiligen wollt in der Sendung, wie gesagt, per Twitter könnt ihr das machen, per Facebook könnt ihr das machen, Facebook hier direkt auf der Seite. In Twitter macht ihr einfach einen Tweet, @Digisaurier. Das kann ich dann hier auch sehen. Die meisten der Kommentare kann ich sehen. Ich schaue mal, ob noch irgendwas gekommen ist, was ich übersehe. Ah, jetzt kommt der Martin noch ins Spiel. Wartet mal, den will ich euch nicht vorenthalten. So, der Martin.
schreibt, okay, also er schreibt, huch, hat sich 3D nicht erledigt, hat neulich von TV-Herstellern gelesen, die den Support einstellen wollen. Ja, da ist was dran. Und er sagt auch, also nimmer produzieren. Ja, korrekt, Martin, das ist so. Praktisch alle großen Hersteller haben bei Fernsehern, soweit ich weiß, komplett aufgehört. Ob sie bei Beamern auch aufgehört haben, das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Könnte also sein, dass es da noch weitergeht. Aber bei Fernsehern sind jetzt die letzten großen, Samsung und Sony, sind ausgestiegen aus der 3D-Fernseherproduktion. So, also nicht vergessen, wenn ihr euch beteiligen wollt, wir geben euch die Gelegenheit dazu praktisch jederzeit über Facebook und über Twitter. Okay, und damit komme ich dann zum nächsten Thema. Das ist jetzt ein persönliches Thema. Wie gesagt, es geht so ein bisschen Blick nach vorne, Blick nach hinten. Es geht aber auch um persönliche Themen. Und eines davon im Januar war ganz ohne Frage, mein Geburtstag. Ich habe im Januar Geburtstag, ich bin Steinbock. Und es war nicht nur ein Hammer, dass irgendwie über 200 Postings und persönliche Nachrichten und ich weiß nicht, das habe ich auf Facebook bekommen von Freunden, die mir dazu gratuliert haben. Es war wirklich überwältigend. Also ich stand da und habe mich einfach nur gefreut. Das will ich deshalb erzählen, weil es zeigt, dass Facebook eben auch was wirklich Positives ist und man nicht nur sagen muss, oh, dieses Facebook-Ding und so, sondern Facebook kann wirklich ganz toll sein und kann einem total helfen. Übrigens war Facebook auch ganz großartig, als ich zeige euch nochmal, wie es hier ausschaut. In diesem Keller hatte ich vor einigen Monaten 30.000 Liter Wasser, da war eine Leitung geplatzt und wir mussten das alles hier wieder herrichten und was machen und was tun. Da haben ganz viele Freunde auf Facebook sich gemeldet, haben mir Mut zugesprochen, haben mir Tipps gegeben, was ich machen kann. Also Facebook, man kann drüber schimpfen, man kann über Alternative Facts reden und sonst was im Dreh, aber es hat auch wirklich tolle Seiten und die genieße ich und den Rest versuche ich einfach zu ignorieren. Das gehört für mich zu dem Thema Think Positive, wie ich als Siegesaurier an all diese Technologien rangehe. Ich finde, dass das alles irgendwie für was Gutes. Also, dieser Kellerraum, den ihr hier seht, der war mal voller Wasser und nicht zuletzt eure Unterstützung, euer mir Mut zusprechen hat geholfen, das Ding dann auch irgendwie gewuppt zu kriegen, dass es alles hier wieder so ausschaut, wie es ausschaut. Und natürlich unsere Freiwillige Feuerwehr, ohne die wäre es gar nicht gegangen, aber das am Rande. So, jetzt zum Thema, wo ich eigentlich gerade hin wollte, entschuldigt, Geburtstag. Also, ich habe mich über eine ganze Reihe von Dingen sehr gefreut, zum Beispiel darüber. Das war eine Geburtstagskarte von der Kati, da hat sie extra ihre beiden Lieblingsschäfchen auf eine Bank gesetzt in einer sehr idyllischen Welt und hat mir einen Geburtstagswunsch geschickt. Das fand ich schon mal super. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Kati und an alle anderen auch, die Fotos gemacht haben und mir auf diese Art und Weise fotografiert haben. Ein anderes Bild, das ich persönlich, als ich es gesehen habe, echt hat mich total gefreut und ich war völlig überrascht, dass er sich die Zeit genommen hat, das zu machen. Hat er nämlich, das ist dieses Bild hier, das kann und will ich euch nicht vorenthalten. Das hat mir der Markus Brandl geschickt. Der Markus ist schwer im Stress immer, der macht einen Social-Media-Stammtisch, der ist aber auch beruflich sehr eingespannt bei einem großen Chemiekonzern. Dort kümmert er sich auch um Social Media und trotzdem fand er an diesem Tag die Zeit, dieses Bild zu bauen. Zwei Dinosaurier gucken den Digisaurier-Auftritt. Ihr erinnert euch, 1996 war ja dieses Thema, was, Christian, ist dieses Internet und soll ich mir Zugang dazu verschaffen? Und da hat der Markus dann dafür gesorgt, dass daraus ein Bild wurde. Und dieses Bild hat er dann in den PC gepackt, hat dann zwei Dinosaurier draufgestellt und gesagt, so, das ist für ein Dinosaurier. Und hat mir dazu geschrieben, lieber Christian, das ist wichtig, dass du das weitermachst für den Dinosaurier, damit du vielen anderen Menschen den Zugang zur Digitalisierung damit auch vielleicht erleichterst und hilfst. Ja, will ich auch gerne weitermachen. Vielen herzlichen Dank, Markus, für dieses wirklich großartige Stückchen Photoshop-Arbeit, die er sich da gemacht hat, hat mir später auch erklärt. Wenn ihr Fragen und Kommentare habt, dann könnt ihr die gerne in Facebook, wird gerade unten eingestellt, in Facebook stellen. Ich kann die dann hier auch einblenden oder eben als Tweet, @digisaurier, dann sehe ich die Sachen hier und kann sie entsprechend auch
einbinden und natürlich auch beantworten. Das waren zwei Sachen. Und dann gibt es noch eine Sache, die, ja, die fand ich auch ganz toll. Da haben ganz liebe Freunde sich ebenfalls die Mühe gemacht. Und da will ich jetzt mal kurz mal gucken, ob das klappt, mit euch reinhören. Mal schauen, ich mache das jetzt mal groß. Und zwar der Thomas und die Jill, die haben für mich ein kleines Video produziert. Die waren im Skiurlaub und haben das gemacht. Lieber Christian, wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag. Und außerdem wünschen wir dir, dass du ganz viel Freude hattest heute mit deinem Geburtstag. Entschuldigung. So, die beiden haben dann auch nicht etwa aufgehört, die haben noch eine ganze Zeit lang weitergemacht. Dieses Spiel, der eine macht einen Satz, der andere setzt ihn fort, egal wie, haben die wirklich großartig gemacht. Vielen Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, in eurem Skiurlaub am Abend noch extra an mich zu denken. Also, der Januar war für mich ein toller Monat mit all euren Glückwünschen und mit diesen kleinen Dingen, die ihr da gerade gesehen habt. Das fand ich wirklich ein Hammer, dass sich Leute die Mühe gemacht haben. Und wie gesagt, es ist für mich eines dieser Zeichen, wo ich sage, ja, dieses Facebook ist auch gar nicht so schlecht oder nicht nur schlecht, sondern hat auch was Tolles. So, das also dazu. Jetzt kommen wir zu meinem Freund Martin. Martin Goldmann, Mitdigisaurier und regelmäßiger Gast und auch Co-Moderator in dieser und in anderen Sendungen. Der Martin zieht nämlich um und der redet auch darüber, dass er umzieht, denn es ist ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, wie er das früher gemacht hat, wie er euch selber jetzt gleich hier erzählen wird. So, das hier ist jetzt mein neues Büro und wie ihr seht, seht ihr hier nicht viel an den Wänden. Da hängt noch ein kleiner Kalender von Fürth, da hängt ein bisschen Schalldämmung und hier drüben sieht es genauso aus. Und das ist eben das Neue an diesem Büro. Als ich mein letztes Büro vor 12 Jahren etwa verlassen habe, da habe ich dann noch jede Menge Bücher und Zeitschriften rausgeräumt. Heutzutage braucht das eigentlich kein Mensch mehr zum Arbeiten. Also, willkommen in meinem digitalisierten Büro. Wobei, ein kleines Büchlein habe ich. Das ist mein Notizbuch. Habe ich aber auch schon seit Wochen nicht mehr verwendet, weil das meiste liegt genau hier auf dem kleinen Server. Ja, der Martin zieht um und das ist die Geschichte, über die er auch berichtet bei uns beim Digisaurier. Das geht heute in digitalen Zeiten halt ganz anders. Er hat es ja gerade schon gesagt, früher haben wir ohne Ende Bücher und Zeitschriften und alles Mögliche mitgeschleppt in ein neues Büro. Heute ist das Zeug praktisch alles digital da. Es gab mal, das ist glaube ich jetzt ungefähr 25 Jahre oder 30 Jahre her, da habe ich eine Headline gelesen, die sagte, ein papierloses Büro ist ungefähr so sinnvoll wie ein papierloses Klo. Naja, also man muss ehrlich sagen, das papierlose Büro haben wir alle noch nicht. Überall liegen immer noch Zettelchen rum, also auch hier bei mir natürlich irgendwie ein Zettelchen mit einer kleinen Notiz. Aber wir sind doch schon ziemlich weit und auch das Umziehen geht heute sehr viel schneller. Der Martin berichtet bei uns bei www.digisaurier.de regelmäßig über das, was er bei seinem Umzug so erlebt in Sachen Digitalisierung. Was ist anders als früher? Denn das letzte Mal ist, glaube ich, der Martin vor 10 Jahren oder sowas umgezogen. Seither hat er Homeoffice und jetzt ist er eben wieder in einem klassischen Office. Und natürlich muss er Daten hier und da haben. Das heißt, er braucht seine Daten einerseits im Büro, in dem er jetzt arbeitet, andererseits aber auch zu Hause, wenn er da mal was nachgucken muss oder umgedreht. Und darüber berichtet er bei uns beim Digisaurier und wir lassen euch sozusagen nicht nur daran teilhaben, was dem Martin passiert, sondern es sind auch ganze Menge an Praxistipps dabei für alle, die auch zwei Plätze haben, an denen sie sozusagen Informationen verfügbar haben müssen. So, jetzt mal gucken, dass ich nichts vergesse von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Genau, also der Martin zieht um. Das ist eine Geschichte, die es beim Digisaurier zu lesen gibt. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr es natürlich auch dann dort stellen und jederzeit an den Martin stellen. Warte mal gerade, da kommt zu dem Thema gerade ein Kommentar rein. Und zwar schreibt der Daniel, ich finde es irgendwie kalt, ich mag meine Bücher, die will ich in meiner Nähe haben und nicht auf einem Server. Tja, das kann ich gut verstehen. Muss mal gucken, ob ich da dir gerade ein Bild zeigen kann. Ups, mal gucken, ob das geht. Also hier seht ihr jetzt einen Blick
in den Raum, in dem ich sitze. Moment mal, das ist die Kamera hier. Und da könnt ihr auch sehen, da hänge ich noch einen Haufen Kabel und ist auch noch ein Haufen Chaos von dem Wasser, was wir hatten. Sondern da stehen auch noch ganz viele Bücher. Also auch ich liebe meine Bücher und habe sie gerne bei mir. Aber man muss halt auch sagen, warte mal, ich muss es wieder hinstellen. Man muss halt auch sagen, ganz viele Artikel, Zeitschriften, Sachen, die man nachgucken muss und sehen, die mitzuschleppen, das ist natürlich jetzt nicht nur toll. Also insofern, ja Daniel, ich sehe das, was du sagst. Und der Martin antwortet auch direkt darauf und sagt, ich habe ein extra warmes Halogenlicht im Raum stehen, 3200K. Also der Martin macht sich dann halt mit Licht schön warm. Ja, also wie gesagt, das papierlose Büro, das digitale Umziehen, der Martin lebt es vor, berichtet regelmäßig bei uns beim Digisaurier darüber. Vielleicht ja eine Geschichte, die euch interessiert, mit einer ganzen Reihe von Praxistipps. Und jetzt melde ich der Martin gerade nochmal. Wundert euch nicht, wenn ich immer da hingucke. Ich habe hier einen PC stehen, da sehe ich, was gerade sozusagen hier reinkommt an Sachen. Hier steht vor mir die Sendetechnik, wo ich alles umschalte. Darum braucht das alles immer ein bisschen Aufmerksamkeit von meiner Seite. Also das ist der Arbeitsplatz, den ich habe. Und der Martin hat jetzt noch geschrieben, aber im Ernst, die Bücher und Hefte waren eine Last. Habe auch daheim fast alles ausgemistet. Tja, so unterschiedlich kann man die Dinge sehen. Das ist die Meinung von Martin, der wie gesagt zurzeit gerade digital umzieht. Das zum Thema digitaler Umzug. Jetzt würde ich mit euch einen kleinen Ausflug machen. Und zwar mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Das müsste gehen hier. Da, genau. Warte mal, ich mache das mal gerade noch ein bisschen runter. Dann sieht man das auch noch besser. So, das, was ihr hier hinter mir seht, das ist mein Digitalisierungsarbeitsplatz. Was das ist, ganz einfach, das ist ein Arbeitsplatz zum Digitalisieren. Ganz ehrlich, ist noch nicht so lange her, da haben wir nicht gedacht, dass sowas überhaupt mal nötig sein wird. Aber mittlerweile ist das anders. Und ich kann euch da auch was zeigen. Dieses T-Shirt, das ich extra heute zur Feier des Tages angezogen habe, mal gucken, ob ich euch das genauer zeigen kann. So, ja. Intel, take your show on the road. Das war mal, ich glaube, in den 90ern, Anfang der 90er muss das gewesen sein, ein ganz großes Thema. Da hat Intel angefangen, Video vor Windows zu unterstützen mit Microsoft zusammen. Da gab es eine Roadshow, da wurde uns gezeigt, wie man Videos und Fotos und Bilder eben ins Netz kriegen, in die Entschuldigung, nicht ins Netz, in den Computer, das Netz war noch gar nicht wirklich da, in den Computer kriegen kann. Und wir kriegten so Bilder, die waren ungefähr so groß. Aber wir fanden es ganz großartig. Und wir dachten, da wird mal was Großes draus. Und naja, dann ist ja nun auch was draus geworden. Also das hier, dieses T-Shirt wurde gemacht, als ungefähr das hier die Geräte waren, mit denen man digitalisiert hat. Und digitalisieren ist unser großes Thema. Damit müssen wir uns beschäftigen, damit die Digisaurier euch auch die Erinnerungen bringen können, die wir euch gerne bringen wollen. Und wie der Digitalisierungsarbeitsplatz genau funktioniert, das habe ich mal für euch in einem kleinen Safi-Film zusammengestellt. Und zwar begann alles damit, dass ich nicht nur Wasser im Keller hatte und sowieso hier alles umräumen musste, sondern dass ich auch noch nicht ganz fit war. Ja, was soll man sagen? Traumhaftes Wetter. Man kann fast schon vor der Haustüre langlaufen oder rodeln oder sonst was tun. Aber dieses Jahr war nicht, auch wenn das Wetter schön war und der Schnee viel war, war nicht viel los in Sachen Langlaufen, Rodeln oder Wintersport. Und zwar nicht nur, weil ich krank war, also eine ziemliche Erkältung hatte und darum nichts tun durfte. Es gab da auch noch andere Gründe. Was prima damit zu tun hat, dass das hinter mir da alles aufgebaut und angeschlossen werden musste. Denn es ging darum, den Digisaurier-Arbeitsplatz inklusive Sendeplatz einzurichten. Das hier ist also der Sendeplatz und das hier hinten ist der Digitalisierungsarbeitsplatz. Was ein Digitalisierungsarbeitsplatz ist, ganz einfach. Bei der Menge Material, die so produziert wurde über die ganzen letzten 30 Jahre, ist natürlich alles Mögliche dabei. Vor allen Dingen viele, viele Bänder. Und diese Bänder, die müssen ja nun irgendwie digitalisiert werden. Und digitalisiert werden sie, indem man sie in Bandmaschinen steckt und dann auf den PC befördert. Das ist gar nicht so einfach, weil die Bandmaschinen muss man erstmal wieder kriegen. Und jetzt haben wir doch eine ganze Menge an Geräten zusammen, mit denen ich hoffentlich möglichst viele alte Geschichten wieder hervorholen kann.
Zum Beispiel sowas wie das hier. Das ist eine Video 8 Hi 8 Player. Das heißt, eigentlich ist es eine Kamera. Die Player sind nämlich mittlerweile alle kaputt, die ich mal hatte. Die sind im Laufe der Zeit dann einfach jetzt kaputt gegangen. Aber diese Kamera ist in der Lage, auch abzuspielen. Und damit kann ich alte Kassetten, also Video 8 und Hi 8 Kassetten, die kann ich damit, und Digital 8 Kassetten, die kann ich damit abspielen und dann noch digitalisieren, solange die Kassetten es noch hergeben. Tja, leider funktioniert das, wie man hier erkennen kann, nicht immer. Manche Kassetten sind so alt oder funktionieren einfach nicht mehr richtig, sodass die dann eben nicht abspielbar sind. Ich hoffe natürlich davon, möglichst wenig Kandidaten zu haben. Natürlich hoffe ich vor allen Dingen, dass solche Kassettenkandidaten mir hinterher nicht irgendwie den Player kaputt machen, denn es ist das Einzige, was ich noch habe, um solche Kassetten abzuspielen, also diese Kamera da hinten. Und wenn sich da mal so ein Band so richtig verwickelt, dann könnte es natürlich auch den Player kaputt machen. Also ich hoffe, dass das nicht passiert und ich die meisten Bänder unfallfrei dann tatsächlich wieder rein digitalisiert kriege und dann auch entsprechend abspielen kann. Wenn sie erstmal digital sind, dann ist die Arbeit damit ja relativ leicht, auch wenn die Bildqualität natürlich, naja, manchmal sehr bescheiden ist. Also Video 8 oder Hi 8 oder Digital 8 war somit das erste, mit dem ich im größeren Maßstab gefilmt habe. VHS oder VHS-C habe ich eigentlich eher ausgelassen, das fand ich nicht so überzeugend. Und vorher war halt Super 8, also richtig diese kleinen Filmstreifen, die man auch richtig mit Kleber und Schere und so einem entsprechend kleinen Schneidebrett bearbeiten musste zum Schneiden. Also diese Sachen habe ich natürlich auch gehabt, ganz am Anfang. Da war ich, glaube ich, so 12 oder 13 im Dreh, wo ich angefangen habe, wirklich Super 8 zu filmen. Aber das war sehr teuer, weil 3 Minuten Super 8 kosteten damals, glaube ich, so 10 D-Mark oder so. Also und man konnte es auch nur einmal belichten, also nicht wiederverwenden, sondern einmal den Film verbraucht, war der Film halt weg, musste entwickelt werden und dann konnte man ihn schneiden. Aber, wie gesagt, man muss dann jedes Mal halt einen neuen kaufen. Kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, in Zeiten von digitalen Medien, wo man ohne Ende Speicherplatz eigentlich hat. Aber das war damals so, zumindest bei mir. So, diese kleinen Monster hier unten, das sind Beta-SP und Digi-Beta-Recorder. Mit denen hat man früher auch geschnitten. Das waren also richtig teure Maschinen. Da kamen Beta-Kassetten rein. Diese Beta-Kassetten wurden dann abgespielt und auf einem zweiten Rekorder aufgezeichnet zum Schnitt. Das also waren Geräte für das, was eben professionelle Videotechnik damals war. Digibeta und Beta SP wurden eingesetzt beim klassischen Fernsehen. Wenn man heute eben alte Kassetten bekommt, Pressekits, wie man die nannte, Footage-Material, mit dem die Kollegen damals Filme gemacht haben, Unterschnittbilder, die man also vom Unternehmen bekommen hat, um dann etwas zu bebildern. Wenn man solche Kassetten bekommt, dann braucht man dazu eben genau diese Geräte, die damals richtig, richtig teuer waren. Jetzt vergleichsweise günstig, aber eben Stück für Stück auch einfach vom Markt verschwinden. Brauche ich aber, weil ich sonst ganz viele Digisaurier-Erinnerungen nicht digitalisieren könnte. Ja, natürlich darf auch ein VHS-Rekorder nicht fehlen. Auch da gibt es nicht mehr so viele im Markt, die man besorgen kann. Kassettenproduktion wurde eh schon eingestellt. VHS-Rekorderproduktion, glaube ich, auch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Also die Geräte gibt es eigentlich nicht mehr, beziehungsweise die werden so nicht mehr hergestellt. Aber ist natürlich wichtig, weil viel Material, was man als Sichtmaterial früher bekommen hat, bekam man halt als VHS. Und bevor man es gar nicht mehr hat, lieber in schlechter VHS-Qualität rein digitalisieren. Das hier ist ein ganz besonderes Stück Technik. Man nennt es auch Kreuzschiene. Das ist so eine Art Umschaltpult, wo ich verschiedene Quellen reingehen lassen kann und dann über so ein Panel entsprechend dafür sorgen kann, dass diese Quelle, die irgendwo reinkommt, eben irgendwo an einer bestimmten Stelle wieder rausgeht, damit es dann digitalisiert werden kann. Also quasi eine Art Umschalter, damit ich verschiedene Quellen angeschlossen haben kann, aber nicht jedes Mal stöpseln muss, sondern einfach nur auf den Knopf drücken. Und so kann man dann relativ gut die Sachen digitalisieren, die von den unterschiedlichen Geräten, die ich hier so habe, und das ist ja nun mal eine ganze Menge Zeug, dass diese Sachen alle dann irgendwie an derselben Stelle ankommen, ohne dass ich permanent irgendwelche Kabel stecken, ziehen oder umstöpseln muss. Ja, Ton gehört natürlich auch dazu. Die meisten Quellen sind ja analog, also logischerweise ist die entscheidende Frage,
Wie macht man das mit den analogen Quellen? Ganz einfach, die werden in so ein Mischpult hineingepackt über analoge Stecker, ganz normal, und gehen dann aber digital an den Rechner weiter, damit man entsprechende digitale Audiosignale auch dazu hat. Ja, das muss halt auch gemacht werden. Und mit so einem Mischpult kann man auch ein bisschen noch an der Tonqualität drehen, die natürlich teilweise sehr grottig ist, wobei den größten Teil davon macht man dann eigentlich in der Nachbearbeitung. Also wenn man dann mit dem Material arbeitet und feststellt, wow, ich möchte das rausarbeiten, was da vielleicht nicht so gut zu hören ist, dann macht man das sicherlich besser mit entsprechenden Filtern und Möglichkeiten, die die digitale Bearbeitung bietet. Also erstmal rein digitalisieren und dann gucken. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Digitalisieren, dann könnt ihr sie hier bei uns stellen. Ihr könnt sie entweder, wie ihr gerade gesehen habt, irgendwie auf Facebook stellen oder ihr könnt auch was anderes machen. Ihr könnt twittern. Und so es möglich ist, werde ich dann die Fragen beantworten oder eure Kommentare dann aufnehmen und vor allen Dingen werde ich sie auch hier zeigen. Und hier ist auch einer und zwar schreibt Michi Folgendes. Er sagt, ja, wo bekomme ich heutzutage günstig einen HI8-Player auch leihweise her? Das ist nicht so ganz einfach, weil man eben, und das ist das Problem bei Michi, auch nicht ganz genau weiß, wie gut der Player eigentlich noch ist. Das heißt also, bei mir ist wirklich so gewesen, die Kamera ging einfach kaputt. Ich hatte keine Alternative, die Player gingen kaputt. Ich hatte zwei Stück davon, HI8 und Digi8, und die sind dann einfach beide platt gegangen, waren dann beide kaputt und haben keine Bänder mehr abspielen können. Dann habe ich angefangen, mit der Kamera zu arbeiten. Das ist eine Digital 8 Kamera, die ich da am Start habe. Diese Digital 8 Kamera, ich kann sie hinten gerade noch mal zeigen, das ist die da. Ne? Also ich kann die mal anmachen. Das ist die Digital 8 Kamera, mit der ich arbeite und digitalisiere. Das Problem ist allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch noch ganz vieles altes Material, sogenanntes HI8-Material oder Video-8-Material, also noch ältere Bänder. Diese Kamera ist in der Lage, das alles abzuspielen und konvertiert dann. Allerdings kann es dabei vorkommen, dass das Bild dann sehr wackelig wird, nicht stabil genug ist, und darum ist bei mir jetzt noch dazwischen ein Gerät, das dieses Bild stabilisiert. Ohne funktioniert es nicht beim Digitalisieren, mit geht das gut. Und zwar ist das dieser HDV-Player hier, den man da noch sehen kann. Der hilft, das Bild stabil zu kriegen. Sonst wackelt das oder fällt in sich zusammen. Also zumindest bei einigen Bändern, nicht bei allen. Kurz und gut. Wenn du dir also einen Video 8 Player kaufst oder auch eine Kamera kaufst, dann ist nicht zwangsweise sichergestellt, dass du damit auch wirklich dann das tun kannst, was du willst, nämlich diese Sachen digitalisieren. Es kann sein, dass einige Bänder, so wie es gerade bei mir im Film gesehen hast, gar nicht mehr funktionieren. Also die tun einfach nicht mehr. Geben dann, wenn du Glück hast, noch einen Fehlercode aus, ohne dass sie den Rekorder kaputt machen. Weil wie gesagt, wenn sich das verwickelt, dieser Bandsalat, dann hast du natürlich ein Problem mit deinem Player. Oder aber Möglichkeit 2 eben, das Bild fällt in sich zusammen. Das kann dir passieren, das muss nicht, das kann. Je älter die Bänder sind, bei mir sind die teilweise, das letzte, was ich hatte, war das älteste, glaube ich, ist Ende der 80er. Also da sind Sachen dabei, wo ich mit Freunden in Schweden war und so. Also alles Mögliche. Also es ist nicht so ganz einfach, das Material zu bearbeiten. Der Martin schreibt jetzt noch dazu hier, Christian digitalisiert gerne deine Bänder. Nee, Martin, das macht der Christian nicht. Dafür gibt es Profis, das wollte ich dem Michi nämlich gerade sagen. Wenn du dich mal schlau machst zum Thema Digitalisieren, VHS, Digitalisieren, Video 8 und so weiter und so fort, dann kannst du da eine ganze Reihe von Anbietern finden. Allerdings, ich sage es gleich vorweg, das ist relativ teuer. Da wird pro Minute abgerechnet, unterschiedliche Preise. Also billig ist das nicht. Dann kommt noch dazu übrigens,
Tipps zum Digitalisieren von alten Bändern, VHS und so weiter. Da haben wir also auch Audiogeschichten und so. Da haben wir eine kleine Serie beim Digisaurier, könnt ihr gucken. Also auf www.digisaurier.de gibt es eine Serie zum Thema, wie digitalisiert man. Und da ist jetzt noch eine Frage, und zwar: VHS-Bänder geht gut mit einem 10-Euro-Gerät. Wie kann man aber vernünftig schneiden und rekodieren, wenn möglich mit Gratis-Software? Okay, fragt der Thomas. Gratis-Software ist immer ein bisschen schwierig, finde ich persönlich, weil ich da tatsächlich auch nicht so fit bin. Das heißt, also ich kenne nicht genug. Wenn jemand von euch Tipps für gute Gratis-Software hat, dann bitte gerne hier in die Kommentare schreiben. Also, das Digitalisieren, wie gesagt, wir haben da einen etwas größeren Rekorder gekauft. Einen der letzten, es werden nämlich keine mehr hergestellt. Und da haben wir einen gekauft, der halt so ein bisschen besser ist, der auch eine Kombination noch mit DVD hat. Und diesen Rekorder, diesen VHS-Rekorder, nutzen wir. Auch da ist natürlich die Bildqualität immer ein bisschen bescheiden, die rauskommt. Aber man kann die natürlich in der Nachbearbeitung dann entsprechend bearbeiten. Bei uns ist es so, ich arbeite mit Premiere, also mit Adobe Premiere, weil wir auch aus anderen Gründen natürlich professionelle Schnittsoftware einsetzen. Man kann aber das Digitalisieren eigentlich mit allen möglichen anderen Sachen auch machen. Und meistens ist es so, wenn man so eine Hardware kauft, also es gibt ja verschiedene Arten von Hardware, mit der ich direkt aus dem VHS-Recorder mit den Chinch-Buchsen dann in den PC rein kann. Und wenn man so eine Art von Hardware kauft, dann kann man erfahrungsgemäß oder kriegt man damit meistens eine kostenlose Software mit dazu. Also da kann man dann, Grabby zum Beispiel ist so ein Stück Hardware-Gerät. Ich habe jetzt gerade keinen Star, sonst würde ich es gerne zeigen. Aber ihr könnt ja da was reinposten, wenn irgendjemand von euch da eine Idee dazu hat. Und da ist dann meistens eben eine Software dabei, die kostenfrei ist und damit halt eingeschränkte Möglichkeiten hat. Ich habe keinen guten Tipp für kostenfreie Software, weil ich damit wirklich praktisch nichts mache. Ich weiß nicht, wie es bei Premiere Elements ist, ob es überhaupt noch gibt. Aber wie gesagt, Magix bietet hier sehr günstige Software an. Also es muss jetzt nicht ein so teures Paket wie Premiere sein. Es gibt sicherlich günstigere Möglichkeiten, das zu tun, Thomas. Also ich beantworte jetzt gerade Fragen rund um das Thema Digitalisieren. Wie geht das? Und die aktuelle Frage ist die vom Thomas. Der fragt, VHS-Bänder kann man gut mit einem 10-Euro-Gerät eindigitalisieren. Ich vermute mal, du meinst eben so ein Gerät, mit dem man dann die Daten reinkriegt. Aber wie kann man vernünftig schneiden und rekodieren? Das ist tatsächlich eine Frage der Software und was die auch kann. Also insofern meine Empfehlung, guckt euch da im Markt um, und wenn irgendjemand von euch, die jetzt hier zugucken, Tipps hat für diejenigen, die solche Lösungen suchen, ganz besonders hier für den Thomas, dann bitte ein Posting hier mit einem Link, könnt ihr gerne verlinken, eine Seite von Anbietern, die da sind. Ich gucke nochmal, vielleicht fällt mir noch was ein, dann werde ich es im Nachgang zu der Sendung dann auch nochmal machen. So, das also zum Thema Digitalisieren. Da, wenn es noch Fragen von euch gibt, könnt ihr euch gerne melden. Grundsätzlich könnt ihr euch nämlich andauernd bei uns melden und hier in die Sendung kommen. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Also, sei es Facebook, sei es Twitter, über beide Möglichkeiten könnt ihr euch hier melden. Wer twittert, bitte @Digisaurier, und wer in Facebook was macht, dann hier da, wo der Stream auch läuft. So, das war's zu diesem Thema Digitalisieren. Wenn es von euch keine Fragen mehr dazu gibt, dann würde ich jetzt zum nächsten Thema kommen. Das ist so ein Thema, da ging gerade jetzt die Tage eine Meldung durch, die hieß, eine Drohne ist offensichtlich ihrem Besitzer außer Kontrolle geraten und dann auf der Autobahn gelandet, war circa knapp über ein Kilo das Ding, ist dann von einem Auto überfahren worden, hat sich in 1000 Teile zerlegt, weil sie tatsächlich schon gelandet war. Die Sorge, die natürlich jetzt viele Leute haben, ist, was ist denn, wenn so ein Ding gerade runterfliegt und dann geht es in meine Windschutzscheibe, was passiert dann? Ein Kilo ist ein Kilo, und bei einer entsprechenden Autobahngeschwindigkeit ist der Schaden natürlich und das Risiko enorm, dass da was passiert. Also mit anderen Worten, das hat ein bisschen für negative Schlagzeilen gesorgt. Ich finde trotzdem Drohnen eigentlich ziemlich klasse. Ich habe selber noch keine. Ich bin noch überlegen, welche wir nehmen für den Digisaurier, auch für die Digisaurier Radreisen bei Neudig. Aber es kommt ganz sicherlich eine Drohne ins Haus. So, jetzt ist nur die Frage, was tut die Drohne, wenn sie außer Kontrolle gerät? Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man mittlerweile tun kann mit den Geräten. Und was ich sehr toll fand, mein Kollege, der Jörg Schieb, den ich auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne, der macht regelmäßig im WDR bei der Aktuellen Stunde Geschichten über IT und über Technik, sei es über Facebook und so weiter, aber eben auch zum Beispiel über
Drohne. Und der Jörg hat in diesem Zusammenhang gerade vor einigen Wochen eine Sendung gemacht oder einen Beitrag, einen längeren gemacht über das Thema Drohnen und hat da mal so ein bisschen erzählt, was da so gibt, worauf man so achten muss. Und was man aber oft übersieht, die Kollegen machen dann gerne auch noch was anderes. Die machen mit dem Jörg nämlich zusammen dann auch sowas hier. Das ist im Grunde ein kleiner Talk und da schauen wir jetzt mal rein. Da spricht der Jörg über Drohnen. Ganze Menge zu beachten, wenn man so eine Drohne hat, egal ob sie klein oder groß ist. Und grob geht es um diese zwei Sachen. Ich darf niemanden gefährden, genau. Und ich darf niemanden ausspähen. Ne? Gefährden, dazu passt da zum Beispiel auch diese Flugverbotszone Flughafen, ist ja auch super wichtig. Es gibt eine Menge Piloten, die sagen, wir haben da echt schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil sich Leute nicht dran gehalten haben. Weil die Dinger wirklich halt wirklich hochfliegen. Die können, also manche Drohnen kann man steuern, 1 Kilometer Entfernung, manche sogar 7 Kilometer Entfernung, die kann man ja nicht mehr sehen. In Deutschland ist es vorgeschrieben, dass man Sichtflug hat. In anderen Ländern ist das nicht so, aber in Deutschland muss man seine Drohne immer sehen können. Wenn man sie nicht mehr sehen kann, ist sie zu weit weg. Aber sehen bedeutet ja in der Nähe von einem Flughafen durchaus, dass es ein Gefahrenpotenzial gibt. Also, das Video selber ist mehr als 20 Minuten lang. Da erklärt der Jörg wirklich sehr gut und sehr ausführlich, was sind die Änderungen, die gesetzlich jetzt auf Drohnenbesitzer und Drohnenflieger zukommen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ist ein Facebook-Video, wurde von der Aktuellen Stunde geteilt und eben auch vom Jörg. Ihr findet den Jörg Schieb in Facebook und dort findet ihr auch die Aktuelle Stunde. Das war wirklich super, sehr präzise, sehr genau. Man wusste ganz genau, was Sache ist und konnte dann auch in der Sendung, also in dieser Facebook-Sendung, Fragen stellen. Also mein Tipp, wenn ihr Lust und Laune habt, euch dafür interessiert, dann guckt da mal in diesen Facebook-Livestream nach der Sendung. Wie gesagt, knapp 20 Minuten über das Thema Fragen rund um die Drohne. Übrigens, weil wir gerade bei Fragen sind, wenn ihr Fragen habt zum Thema Digitalisierung, dann könnt ihr euch melden. Dazu könnt ihr bei uns in Facebook oder auf Twitter irgendwie euch melden. Dann spielen wir die Sachen, die ihr sagt, so wie ihr das hier seht, ein. Und das hier wollte ich euch gerade nochmal zeigen. Das ist die Art, wie wir früher geschnitten haben. Das ist für Super 8, also für die Filme. Da kamen die Filme rein, man hat sie damit geschnitten und dann kam da Kleber rein und dann konnte man die neuen Filmstreifen wieder aneinander kleben und hatte auf diese Art und Weise einen Film geschnitten. Das hat man dann 3000 Mal gemacht und wehe, man hat sich verschnitten. So wurde früher also die in analoges Material geschnitten, nämlich Super 8 Filme. Das war auch bei mir sozusagen der Anfang, das war das, was ich gemacht habe beim Thema Schnitt. So, das nur am Rande, damit ihr es gesehen habt. Bei den Drohnen sind wir gerade gewesen. Wie gesagt, ich empfehle den Auftritt vom Jörg. Der hat da wirklich schöne Sachen erzählt. Und ich habe noch was anderes für euch, nämlich einen Buchtipp. Den habe ich schon vor längerer Zeit gelesen, wie ihr gleich sehen werdet bei dem Video, das ich jetzt gleich zeige. Und zwar ist das ein Buchtipp, der, nein, kein Sachbuch oder wie fliege ich meine Drohne sicher oder sonst was ist, sondern das ist ein Buchtipp, ein Krimi. Bekommen habe ich den selbst über den Sebastian Mattes, das ist der Chefredakteur von der Huffington Post, also von der Webseite Huffington Post. Und der hat einen Krimi empfohlen, wo ich zuerst dachte, was soll das denn sein? Dann fing ich an zu lesen und ich kann einfach nur sagen, ich war schlicht begeistert. Das Ding heißt Drohnenland und beschäftigt sich mit einer Zukunft, vor der kann man vielleicht ein bisschen Angst haben, aber gerade deshalb sollte man es, wenn man positiv denkt, lesen, mit einer Zukunft, die so sein könnte, wenn Drohnen erstmal überall sind. Das habe ich mir damals gedacht und in mein Handy gequatscht, als ich das Buch, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Was ist ein Drohnenland? Drohnenland ist ein Roman. Und zwar ein Roman, den mir Sebastian Mattes empfohlen hat. Das ist der Chefredakteur der Huffington Post. Und er hat über den sehr begeistert geschrieben und ich habe ihn gelesen und bin mindestens genauso begeistert. Drohnenland beschreibt eine Zukunft, in der Drohnen in jeder Größe und Form und Art überall sind, allgegenwärtig. Also hier überall herumfliegen würden und gucken, was passiert und dann auch dafür sorgen, dass was passiert, wenn was passiert. Zum Beispiel, dass ein Tatort rekonstruiert wird, nachdem ein Mord geschehen ist, weil garantiert während des Mordes eine ganze Reihe von Drohnen unterwegs waren.
Das ist unter anderem ein Stück dessen, was in Drohnenland erzählt wird. Ich kann es nur sehr empfehlen, dieses Buch, wenn man sich für Drohnen interessiert, aber auch für Technologiezukunft. Denn ich persönlich fand diesen Roman weit aufschlussreicher und durchdachter als zum Beispiel Bücher über Konzerne, die soziale Netzwerke machen. Da gab es ja auch einige Romane in letzter Zeit. Die sind lange nicht so interessant und aufschlussreich gewesen, für mich zumindest, wie Drohnenland. Also eine Empfehlung und vielen Dank, Sebastian, für den Tipp. Ja, so viel zu Drohnenland. Wie gesagt, ein sehr lesenswerter Krimi. Gibt es natürlich nicht nur als E-Book, kann man auch als normales Buch kaufen. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr spannend, wenn man Interesse an Technik hat und auch gleichzeitig sozusagen ein Krimi-Fan ist. Dabei ist zu sagen, der andere Roman, auf den ich angespielt habe, war The Circle. Also viele Leute haben mir hinterher gesagt, das war ja eine Satire. Für eine Satire habe ich bei The Circle, das ist ein Buch über das soziale, über ein soziales Netzwerk, über eine Mitarbeiterin, die dort hingeht und immer mehr zum Bestandteil dieses Systems wird. Und ich habe nicht genug lachen können für eine Satire und ich fand es auch nicht spannend genug. Also das war für mich jetzt kein Text oder kein Buch, kein Roman, den ich unbedingt lesen musste. Drohnenland dagegen, und darüber will ich ja vor allen Dingen reden, ist wirklich empfehlenswert. Über The Circle habe ich auf dem Digisaurier auch eine Live-Blog-Rezension geschrieben, während ich es gelesen habe. Wer will, kann sich das angucken und kann das lesen. Gibt es hier auf der Webseite vom Digisaurier. So, jetzt kommen wir langsam, aber sicher schon in Richtung Schluss. Und zwar geht es jetzt um ein Thema, das wir als Serie angefangen haben vor einiger Zeit und was sehr gut bei euch ankommt. Und über die will ich jetzt kurz ein bisschen was erzählen. Das ist unsere Serie zu Computerhelden. Wenn wir vor unseren Rechnern sitzen und uns der neuesten Technik bedienen, denken wir selten an die Helden von damals, die ihr Herzblut in das Thema gesteckt haben, lange bevor Computertechnik Alltag war. Sie haben die Anfänge geprägt, haben ihre Spuren hinterlassen und uns den Weg gewiesen. Darum wollen wir sie feiern, die Helden der Computergeschichte. Wie etwa Chuck Peddle, Shiraz Shivji, Sir Clive Sinclair, Jack Tramiel, Marco Burries und noch viele weitere. In unserer Serie Computerhelden, jetzt auf www.digisaurier.de. Also, das ist eine Serie, die ich euch ans Herz legen will. Geschrieben wird sie zurzeit vom Rainer Bartel. Wahrscheinlich werden noch andere Autoren auch dazukommen. Und wir reden über die Menschen, die das möglich gemacht haben, was wir heute tun. Einer von ihnen ist Chuck Peddle. Der Artikel über Chuck Peddle ist schon erschienen. Und auch der Artikel über Shiraz Shivji ist erschienen. Ich mache regelmäßig mit dem Rainer einmal im Monat, wenn es geht, irgendwie so einen kleinen Talk über die aktuelle Folge gerade. Die letzte, über die wir uns unterhalten haben, das war die über Chuck Peddle. Und da will ich euch jetzt gerne aus dem Talk, den ich da mit dem Rainer gemacht habe, ein kleines Stückchen vorspielen, damit ihr ein Gefühl dafür habt, wer dieser Typ eigentlich ist und wie der so drauf war. Es beginnt mit einer historischen Aufnahme von Chuck Peddle bei einem Vortrag, den er gehalten hat, an einem Tag, an dem es ihm eigentlich, wenn ihr genau zuhört, werdet ihr es auch mitkriegen, gar nicht wirklich gut ging. Eigentlich ging es ihm ziemlich schade. Totally technical. I thought I'd explain what a third generation computer is by talking about first generation and second generation computers and how they happen. And because I was flying in and I read Adam Osborne's misinformation about how this business happened, I thought I'd correct a few of those along the way. I'm allowed to take swipes at Adam behind his back because I take them to his face too. Er sagt also gerade, also als ich hierher flog, habe ich von Adam Osborne gelesen, du erklärst uns gleich, wer das ist, Rainer, wie diese Industrie entstand oder dieses Business entstand, und ich glaube, das ist falsch, und ich sage euch jetzt mal lieber, wie es wirklich ist, damit ihr nicht in die falsche Richtung unterwegs seid. Habe ich das frei richtig übersetzt? Absolut, absolut. Adam Osborne ist der Erfinder vom Osborne-Computer, dem ersten tragbaren. Das waren Kisten so in der Gegend von 6 Kilo. Die waren übrigens auch befeuert mit einem 6502-Prozessor, hatten zwei Diskettenlaufwerke eingebaut und einen Bildschirm von sage und schreibe 8 Zoll grün auf schwarz. Ich habe so ein Ding einmal in der Hand gehabt, nee, ich muss sagen, auf dem Arm gehabt, weil die konnte man nicht in der Hand haben. Der Adam Osborne aber, auch eine interessante Persönlichkeit, vielleicht muss ich über den auch nochmal was schreiben. Der hatte zu der Zeit, war das einer von denjenigen, die versucht haben, ganz massiv und ganz direkt
in den Büromarkt zu kommen, in den Markt der Büromaschinen mit seinem tragbaren Osborne-Computer. Und Chuck Peddle wollte das zu der Zeit auch mit einem Computer, den nannte er Sirius One, also den ersten Computer seiner neuen Firma Sirius Systems. Aber leider hat man ihm den Namen dann verboten. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Ich kann mich erinnern, bei diesem Auftritt sagt er zuallererst übrigens, der Name meiner Firma ist verboten worden. Das heißt, er war eigentlich an dem Tag nicht wirklich gut drauf, oder? Nein, ganz sicherlich nicht. Er hatte mit einem Investor, der vorher bei MRS Technology war, zusammen die Firma gegründet. Mhm. Und es gab von allen Seiten Widerstand. Und dann hieß dieses Gerät erst Victor 9000. Ich glaube, so steht es auch in dem Video. Aber letztendlich, nach ein bisschen Hickhack, durfte die Firma so heißen, Sirius Systems. Und dieser Computer, und man muss sagen, das war der erste ernsthafte Personal Computer dieser Welt, der hieß dann auch Sirius One. Den habe ich nie sich bekommen. Da waren so wenige Exemplare von unterwegs, den kriegte man nicht. Weil das Interessante war, das war der erste Computer nach diesem Muster, wie wir es alle kennen. Kiste, externe Tastatur, über Kabel angeschlossen, obendrauf ein Monitor. Okay. Das war sozusagen, das hat Chuck Peddle quasi geprägt. Weil vorher, man weiß ja ungefähr noch, wie ein Apple II aussah. Das war so ein längliches Gerät, wo der Computer irgendwie, der Monitor irgendwo daneben stand. Oder halt wie die Commodore-Maschinen mit dem integrierten Kram und der Datasette unterm Bildschirm, all so ein Kram. Und dieses Bild, was hinterher dann auch IBM mit dem IBM-PC nachgeahmt hat, das ist eine ursächliche Erfindung von Chuck Peddle. So, jetzt wisst ihr also, dank dem Rainer Bartel, mit dem ich da, das war im Dezember, eine Sendung gemacht habe, wer war eigentlich Chuck Peddle? Es lohnt sich, den Artikel zu lesen, wenn ihr Lust und Laune habt, auf dem www.digisaurier.de ist der Artikel und auch mittlerweile bereits der Artikel über Shiras Shiftsheet zu finden. Und ich glaube, nächste Woche kommt dann auch schon der dritte Teil wieder über einen Computerhelden. Also, wenn ihr Lust und Laune habt und euch dafür interessiert, das ist wahrscheinlich dann eine ganz gute Quelle, um über die Geschichten dieser Computerhelden was zu erfahren. So, also von meiner Seite aus bin ich jetzt schon fast durch. Wir gehen auch auf 8 Uhr zu, weil ein paar Fragen mehr waren, habe ich dann auch jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber wir haben es sozusagen eh gleich geschafft. Ich möchte euch noch einen Tipp geben zu dem Thema Think Positive. Wir haben ja alle irgendwelche Apps von irgendwelchen Nachrichtenseiten oder vermute ich mal zumindest, sei es auf dem Smartphone oder sei es auf dem Tablet. Und sehr häufig sind diese Nachrichtenseiten schon sehr reißerisch. Alternativ dazu gibt es die Tagesschau, die ich persönlich gern mag. Also auch ich mochte schon die erste Tagesschau-App, aber die ist ein bisschen altbacken dahergekommen, war auch ein bisschen kompliziert zu bedienen auf dem Smartphone sowieso. Und die haben jetzt vor einigen Wochen die Version 2.0 herausgebracht von der Tagesschau-App. Und die wiederum hat mich sehr überzeugt. Ich zeige euch die jetzt auch gleich mal in Aktion. Die gibt es für iOS und für Android. Es gibt sie nicht für Windows 10, also es gibt keine aktualisierte App. Da kriegt man noch die alte also Tagesschau-App, wenn man das mit Windows macht. Aber unter iOS und unter Android bekommt man eben die neue Version 2.0. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sie bei iOS wird sie einfach abgedatet. Bei Android muss man gezielt sagen, ich will jetzt die 2.0, sonst bleibt einfach die 1.0 da und die wird nicht abgedatet, sondern muss die andere eben runterladen. Also es lohnt sich da im App Store vorbeizugucken und zwar deshalb, weil das Ganze wirklich sehr schön ist. Ich habe das hier mal mein iPad aufgebaut, dann seht ihr, wie die Seite funktioniert. Im Grunde ist es total einfach. Das ist die erste Seite, die man sieht in dem ganzen Spiel. Und jetzt kann man hier so quasi durch die aktuellen Meldungen durchgehen, einfach hochscrollen. Das hier ist übrigens einfach nur so ein animiertes Video. Da ist kein Ton dahinter, zumindest meistens kein Ton dahinter. Und so kann man jetzt sozusagen durch die aktuellen Nachrichten durchgehen und kann das dann lesen. Das Ganze geht natürlich dann auch, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, trotz Vorführeffekt. In der Theorie geht es auch hochkant. Allerdings glaube ich, muss man sich vorentscheiden oder vielleicht habe ich auch da den Schalter an, dass sich das nicht dreht. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das wirklich, gucken, ob ihr es auch gut sehen könnt. Ja, jetzt wird es, glaube ich, gerade sehr schlecht zu sehen. So, jetzt genau. So,
Das ist die eine Möglichkeit. Dann kann man sich im Prinzip die Meldungen mit einer Angabe, wann war die letzte, hier immer anzeigen lassen. Wenn man dann jetzt sagt, okay, das will ich gerade kurz lesen, was war da jetzt, oder das will ich kurz lesen, dann kann man da hingehen, kann auch hier dann so durchscrollen. Dann auch sehr schön, alles, was bewegtes Bild ist, also Tagesschau in 100 Sekunden und so weiter, ist dann eben hier verfügbar. So dass man da quasi nicht erst lang suchen muss, wo sind denn die Videos von der Tagesschau, sondern man kriegt die eben auch sofort angezeigt, was ich auch sehr toll finde. So, da gehen wir wieder raus. Hier, warte mal, wo ist denn mein Fertigknopf? Da ist mein Fertigknopf. So, also auf die Art und Weise kann man eigentlich, so, da wollte ich raus, kann man eigentlich sehr schön doch alles durchgehen. Ich finde diese App wirklich klasse und insbesondere ich mag eben die Tagesschau als Quelle, als Informationsquelle, weil die meistens recht unaufgeregt über Dinge berichten. So, das war's auch schon. Wir sind fast fertig. Ein Hinweis noch, auf unserer Schwesterseite Intelligente Welt haben wir zurzeit, das ist bestimmt für den einen oder anderen von euch interessant, ein Spezial zum Thema Digitalisierung für Rettungskräfte. Wer Lust und Laune hat, kann da mal reingucken. Da haben wir alle möglichen Artikel zusammengefasst, was alles ist mittlerweile für Feuerwehr, für Krankenwagen und für generell alle Menschen, die die THW im Einsatz in Notfällen sind. Was ist da alles digital geworden? Das ist ein Special, was mein Kollege der Hannes Rückhammer zusammengestellt hat, mit Filmen, mit Texten und mit Informationen zu diesem Thema. Vielleicht ist da was für euch dabei, wenn ihr euch in diesem Bereich zum Beispiel freiwillig engagiert. So, und das wäre es dann jetzt auch gewesen für diese Ausgabe vom Digisaurier. Christian guckt sich um. Ich habe ein bisschen nach hinten geguckt, ein bisschen nach vorne geguckt. Ich merke, es wird jetzt langsam aber sicher Tagesschauzeit. Und ich habe euch ja extra noch gesagt, ihr sollt die Tagesschau gucken. Das machen jetzt wahrscheinlich auch einige. Insofern mache ich jetzt auch Schluss. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Alle paar Wochen wird es Christian guckt sich um machen. Christian guckt sich um geben. Und abgesehen davon gibt es auch noch ein anderes Format. Das heißt, was zur Hölle? Das ist dann ein Praxisformat mit Gästen und mit dem Martin Goldmann als Co-Moderator. Also auch da kommt noch einiges auf uns, euch zu. Die Digisaurier senden weiter. Wir hoffen, ihr hattet heute eine gute Sendung. Es war interessant und war was für euch dabei. Ich wünsche viel Spaß und das war's für diese Ausgabe von Digisaurier Live. Christian guckt sich um. Danke und bis zum nächsten Mal.